hladan da odi ili toplina sunca. One imaju prozore kroz koje mene stanjuju. One imaju vrata koja otvaraju nenadano, ispune me kao plima koja narasta. U meni, premalo mene ima, kad njih dvije zagospodare prostorom. Stižu podzemni talasi, stižu orkani iz djetinjstva, stiže uplašena djevojčica koja doziva majku da je zagrli. In mir wohnt jemand anders, eine junge Frau, die zu spät kommt, um das verängstigte Mädchen noch trösten zu können. Während sie Wäsche aufhängt, tropfen ihre unsichtbaren Tränen vom Balkon. Das Mädchen versteckt sich zwischen den weißen Baumwollschichten. Die Frau streicht ihm übers Haar. Keine von beiden weiß, ob es eine wirkliche Berührung ist oder bloß die Sonnenwärme. Sie haben ihre eigenen Fenster, durch die sie mich besiedeln. Sie haben ihre eigenen Türen, die sie unvermittelt öffnen und mich ausfüllen wie die steigende Flut. In mir bleibt zu wenig von mir selbst, wenn die beiden den Raum einnehmen. Unterirdische Wellen nahen, Orkane aus der Kindheit. Das verängstigte Mädchen, das seine Mutter ruft, damit sie es in den Arm nimmt. Ja, guten Abend, sehr verehrte Gäste, unsere Literaturfreunde, Freunde, Familienmitglieder und alle anderen, die sich für unsere Literatur interessieren. Willkommen hier bei uns bei der Buchpromotion der deutschen Übersetzung von Tanja Stupa-Trifunowitz Buch Die Uhren in Mutters Zimmer im ETA Verlag. Heute Abend bei uns ist die Autorin selbst, also willkommen Tanja hier in unserer Runde. Und wir haben auch die Übersetzerin dieses Buches, Elvira Veselinovic, die auch heute Abend die Beiträge der Autorin, die auf Bosnisch sprechen wird, ins Deutsche übersetzen wird. Wir haben hier eine sozusagen entspannte Runde auf Zoom. Wir können uns leider immer noch nicht persönlich treffen. Auf der anderen Seite haben wir den großen Vorteil, dass wir eigentlich alle in Europa erreichen können. Passend dazu sind wir gefördert von Creative Europe. Und unsere Autorin hat auch den Literaturpreis der Europäischen Literaturpreis 2016 bekommen. Sozusagen als Beispiel für Literatur, die europaweit eigentlich als sozusagen hochwertig angesehen wird, falls Sie das brauchen. Sie werden heute im Laufe des Abends erleben, sozusagen, dass die Autorin ein bisschen uns erzählt, wie sie gearbeitet hat, wie sie das Buch geschrieben hat, über die einzelnen Elemente, sprachliche und inhaltliche. Und ich will Sie auch nicht zu lange hier aufhalten, weil ich ganz kurz auch mal auf Bosnisch begrüßen muss. Dobrovice, svim gostima, Dobrovice Tanja, dobrodošla. Elvira, naša prevodilica je tu. Danas imamo jedno večer gdje predstavljamo Tanjinu knjigu i to prevod na njemački. I pričat ćemo na dva jezika. S jedne strane ćemo Tanja i ja voditi razgovor na našem jeziku, dakle bosansko-srpsko-hrvatskom i onda će nam Elvira sve to prevoditi na njemački. I da vas ja ne bi puno davila nekim uvodima u knjigu, voljela bi jednostavno da počnemo. Ja ću pitanja postaviti na njemačkom i onda ću ih prevesti na naš jezik. Jetzt gleich zu Beginn möchte ich einfach mal, bevor wir ins Inhaltliche einsteigen, ein bisschen so diesen klassischen literaturwissenschaftlichen Weg gehen und erstmal über das Sprachliche sprechen, was bei diesem Buch wirklich besonders ist. Ich habe die ersten paar Seiten gelesen und habe Petja, also der Verlegerin, und Elvira, der Übersetzerin, voll und ganz vertraut und habe schon zugestimmt, dass ich den Abend heute leiten werde und habe die ersten Seiten gelesen und dachte mir, oh nein, ist das irgendwie Kitsch? Ich habe die ersten paar Seiten waren so poetisch und so gefühlsorientiert. Und dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr viel moderne Literatur gelesen hatte, war ich überrascht davon und war erstmal am Zweifeln, ob es sich hier überhaupt um Literatur handelt. Und habe dann aber natürlich weitergelesen, weil ich ja auch die Aufgabe übernommen hatte, und habe dann gemerkt, das Buch ist ein fantastisch geschriebenes Werk einer Literaturkenntnis.
Kennerin, sowohl vom Inhaltlichen her, weil da sehr viele literarische Elemente vorkommen, als auch vom Sprachlichen her, von der Aufbereitung als eigentlich poetisches Werk, was zu einem Roman sozusagen konstruiert worden ist, was in all seinen Elementen wie so ein Mosaik sich zusammenstellt. Und ich war wirklich überwältigt und habe das Buch jetzt überall mitgenommen und Seiten daraus fotografiert und an meine Mutter auch geschickt und würde das unglaublich gerne diskutieren, wozu ich jetzt glücklicherweise auch die Chance habe. Sada našem, Tanja, kad sam dobila knjigu, dobila sam knjigu od Elvire i Petje, oni su mi dogovorili, da smo se već, da ću ja voditi razgovor s tobom. I pročitala sam prvi par stranica i onda sam zamislila, mislim, Bože me sačuvaj, jesu oni možda mene malo zeznuli, ali ovo sad neki kič, pošto sam tako izletla iz te fore da čitam poeziju i čitala sam sve neke moderne knjige u zadnje vrijeme i uopšte poezija i osjećaj, taj neki jaki osjećaj koji je na početku ove knjige me tako nekako prepao da umalo nisam rekla ok, šta je sad ovo i onda kad sam odradila par stranica sam vidjela ovo je neko ko pod jedan voli književnost, koji poznaje književnost i koji definitivno zna kako se knjiga piše i kako se radi. Dakle, čestitam ti na ovoj knjizi i tako da sam i zadnji par dana svuda nosila i svima pokazivala i slikala dijelove iz knjige. Imam tako jaku želju i, i tako imam tako mi je čast da imamo danas šancu ja i ti da pričamo o knjizi. Možda na početku da počnemo sa tim formalnim dijelom, sa jezikom, šta je tebe inspirisalo i odakle ti snaga da napišeš tako jednu poetičnu knjigu u ovo vrijeme? Prije svega, dobro večer, želim sve da vas pozdravim i hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme da budete ovdje sa nama i nadam se da ćemo biti dovoljno zanimljivi da ostanete svo vrijeme. Prije nek što odgovorim, dopustit će Elviri da ovaj uvodni pozdravni dio. Also erstmal eine ganz herzliche Begrüßung an alle und ich möchte euch danken, dass ihr mich eingeladen habt und ich möchte auch allen danken, die teilnehmen und hoffe sehr, dass wir hier eine Unterhaltung führen, die interessant genug ist, dass sie auch bis zum Ende bei uns bleiben. Hvala Maju na ovom inspirativnom uvodu i osvrtu. Sad ovako, nekako kad si me to pitala, čini mi se da sam ja, kao što sam možda obmanula tebe na početku sa prvih par strana, da je ovaj roman, kad sam ga počela pisati, također mene obmanuo i da ja nisam znala da će čitav taj proces i sav roman biti toliko zahtjevni, emotivno ispunjeni, ali i emotivno iscrpljujući. Ja, vielen Dank, Maja, für diese inspirierende Frage. Und ich kann vielleicht genauso anfangen, so ähnlich wie du gedacht hast, dass man dich getäuscht hat, indem man dir das Buch untergejubelt hat, sozusagen, habe ich mich auch wahrscheinlich getäuscht, weil ich angefangen habe, ohne zu schreiben, ohne zu wissen, dass dieser Prozess so anspruchsvoll und so emotional auch kräftezehrend werden wird. Ja sam imala nekoliko motiva koji su me gurnuli u pisanje ovog romana. Neki su bili lični, neki su nastali tokom čitanja knjiga koje si ti pomenula da se vide u ovom samom romanu. Ono što je bilo možda najličnije je vlastiti odnos s majkom, ali ne u smislu toliko samog odnosa koliko osjećanja da nam je majka toliko bliska da nekako nemamo hrabrosti da je upoznamo. Također i obratno, čerke i majke da imaju tu vrstu odnosa, da nekako im se čini da sve znaju jedna od drugoj, a da zapravo i baš to negdje zaustavlja stvarno saznanje, da stalno imamo taj osjećaj zapitanosti ko je ta žena, ne samo ko je moja majka, nego ko je ta žena u mojoj majici. Jer stalno imate osjećaj da paralelno sa majkom živi jedna žena koju vi ne poznajete dovoljno. Und ich hatte einige Motive, die teilweise auch erst beim Entstehen dieses Buches sich dann ausgeweitet haben. Natürlich persönliche Motive und Gefühle. Und zentral ist eben, geht auch aus dem Titel hervor, das der Mutter. Und das Interessante ist aber, daran ist gar nicht so sehr die Mutter an sich und die Beziehung, sondern vor allem auch die Gefühle zur Mutter und umgekehrt, die Gefühle der Mutter zur Tochter.
aber eben die Erkenntnis, dass wir die Mutter vielleicht gar nicht wirklich kennen und dass das sich erst entwickelt, dass wir die Mutter erst kennenlernen, indem wir anfangen, über sie zu schreiben. S druge strane, ne možemo reći da nam literatura nije ponudila neke odgovore, odrastajući kroz lektire i kroz pjesme i priče koje smo slušali. Stalno smo čitali i učili pjesme o majci, tu su bile priče o majci, knjige o majci, ali meni se stalno činilo da je svaka od tih slika zapravo samo jednodimenzionalna, da prikazuje majku samo u onom vidu brige i njege o nama, nježnosti, ljubavi i davanja zapravo djetetu, ali bez pozadine te lične, bez osobnosti tog ženskog bića, bez majčine i duše i svijesti i ženskosti. I činilo mi se da su te žene koje sam poznavala kroz literaturu pomalo osakaćene, jednodimenzionalne, da im fali suština. I negdje pisanje tog romana je bio s jedne strane traganje za preispitivanje vlastitog odnosa s majkom, proučavanje odnosa ćerki i majke oko sebe i negdje pokušaj da se kreira vjerodostojan lik majke u literaturi. Und die Literatur bietet uns ja viele Antworten. Also wenn schon in der Schule lesen wir Bücher und lernen Gedichte über die Mutter. Und ich hatte aber den Eindruck, dass jedes dieser Bilder für sich eigentlich sehr eindimensional ist, weil sie stellen die Mutter mit ihrer Fürsorge, mit ihrer Mutterliebe und so weiter da, aber der Hintergrund, das weibliche Wesen, die weibliche Seele, die Weiblichkeit an sich, das war eben dann das, was sich erst später auftat, also hinter dieser eindimensionalen Mutter. Und mein Schreiben war tatsächlich eben die Suche nach meiner eigenen Mutter, aber auch der Versuch, ein eher universelles Mutterbild für die Literatur zu kreieren. I kako u suštini ja godinama pišem poeziju i imam, ne znam, šest, sedam poetskih knjiga, više ni sama nisam sigurna. I ovo je zapravo moj prvi roman. Negdje ja nisam mogla pobjeći od poetskog jezika koji koristim godinama u poeziji. I negdje taj poetski jezik, a znamo da je on emotivno nabijen i da je nemoguće naravno odstraniti, bespotrebno bi bilo emocije iz njega, negdje je ta vrsta govora sa snažnim emocijama je završila i u romanu. Und ich schreibe ja schon seit Jahren Poesie, also ich habe bestimmt 6, 7 Bücher, weiß jetzt gar nicht so genau die Zahl, Lyrikbände veröffentlicht, aber das hier ist mein erster Roman und logischerweise ist dann eben die Sprache auch genauso emotional aufgeladen. Ja, man kommt da nicht weg von dieser sehr bildhaften und sehr gewaltigen Sprache. Naravno, to je onako bilo s jedne strane izazovno i teško, s druge strane ostavljalo je više slobode, čini mi se da se opišu neka osjećanja i neka stanja koja su možda na granici neopisivog, koja nam stalno izmiču, jer jako je teško jezikom obuhvatiti svu iznijansiranost osjećanja koja se javljaju u odnosima, pogotovo među majkama i kćerkama, što je negdje centralna tema romana, ali također i drugi odnosi u knjizi i druge relacije su također ispisane istom vrstom osjećajnosti. Und das ist auch eine große Herausforderung einerseits und andererseits eben eine große Freiheit. Diese Gefühle, die ja oft unbeschreiblich sind, die man mit Sprache gar nicht so präzise erfassen kann, dass man eben dieses Schwere, diese Mutter-Tochter-Beziehung und was die zentral ist im Buch, aber auch alle anderen Beziehungen beschreibt. Naravno, ja sam se bojala kako će to sve funkcionisati, da li će, kad radite nešto prvi put, to je bio prvi roman, postojala je ta jedna vrsta straha, da li ću uspjeti, jedna vrsta odgovornosti i opterećenosti time, zato što je puno stvari je bilo novo za mene, ali eto, mislim, sad nakon, to je 2014. izašao prvo izdanje romana, po reakcijama, najviše po reakcijama čitalaca i pogotovo majki i kćerki koje zajedno čitaju roman i obraćaju mi se zajedno i dijele ta iskustva,
negdje mi se čini da, da sam uspjela odgovoriti na to što sam htjela. I to je nešto što, što me zaista raduje i čini da nekako osjetim da, da iako je bilo zaista teško izazovno napisati ovaj roman, negdje da je vrijedilo ovaj, uložiti i vrijeme i energiju, pa i taj emotivni naboj koji je negdje ovaj, negdje izašao i ovaj, završio u toj knjizi. Ne znam da, da li bi mogla opet napisati toliko emotivno na jednu knjigu, da li bi to uopšte pokušavala, ali nekako je ta knjiga imala i svoju volju da na neki način bude takva. Und ich hatte tatsächlich Angst vor dem ersten Mal, also vor der Verantwortung, der Belastung auch, einen Roman zu schreiben. Viele Sachen sind ja neu dabei, aber ich habe ihn eben 2014 geschrieben und 2016, haben wir eben schon gehört, hat er dann diesen Preis bekommen. Und an den Reaktionen der Leser, vor allem auch an den Reaktionen von Müttern und Töchtern, die dieses Buch teilweise gemeinsam gelesen haben, habe ich den Erfolg dann messen können und das war auch die Antwort, dass es sich gelohnt hat, dass es das wert war und das freut mich, dass ich das auch fühlen kann, dass, dass das Reaktionen ausgelöst hat und dass die Zeit und die Energie und die, vor allem die emotionale Aufladung, die ich da reingesteckt habe, dass, dass die Früchte getragen hat. Und ich weiß nicht, ob ich das wieder machen würde. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so einen emotional aufgeladenen Roman schreiben würde, aber das war es auf jeden Fall wert. Hvala Tanja i hvala Elvira, ovaj, to je već bilo puno, puno nekih elemenata i dok ste vi pričale sam ja nekako već imala ideje šta da vas pitam, pa bi pitala oba dvije. Ovaj, prvo ću pitati Tanju tako da ti imaš minut da malo razmisliš, dok ja pitam Elviru ovaj, oko prevoda. Dakle, Tanja, prvo tebi pitanje koje ćemo ovaj, diskutirati nakon što Elvira odgovori, a to je, ja dok sam čitala sam imala dojam da su to sve neki, dakle da su majka i kćerke dio neke nostalgije, ovaj, nešto što se kod nas na Balkanu baš onako celebrira i slavi, što je dio naše kulture i da tu ima neki više još elemenata, dakle element neke ljubavi, ne znam, neko more, selo, ne znam, život između muža, žene, djece, sin, čerka i sve ti neki elementi te naše nostalgije što se kod nas čuva i onako malo drži sa strane i ne gleda pretjerano kritično. Imala sam dojam kao da ti to nekako polako dekonstruišeš i otkrivaš bol i traumu koja je ispod svega toga. I to mi je bilo baš posebno hrabro. Ovaj, možda ti možeš da razmisliš o to mojoj tezi ovaj, dok ja i Elvira nastavim malo razgovor. Ukoliko je to bilo važno za tebe da se trauma otkrije i ovaj, uopšte život žena na Balkanu u istoriji i pitanje sjećanja. Dakle, to sjećanje koje mi često uljepšavamo, gdje u tvojoj knjizi se tačno vidi i neke bolne tačke koje se, o kojima često ne pričamo. Dakle, to mi je bilo baš interesantno, možda možemo o tome da nastavimo. Elvira ću pitati samo ovaj, kako je bilo da prevede ovakvu jednu knjigu. Ovaj, dakle, ja vjerujem da je stvarno trebao neko da bude tako perfekcionista kao što ti, Elvira, da uspije baš sve te neke detalje da izradi, razradi, da svaka riječ koja je tako komponirana kod Tanje uspije na njemačkom jeziku da i da funkcioniše i da se osjeti. Sad ću sve ovo morat reći na njemačkom. Also nochmal ganz kurz, bevor wir weitermachen. Mit dem Gespräch mit Tanja soll sie sich einen Moment Zeit lassen für eine Frage, die sich mir gestellt hat, und zwar, dass wir in unserer balkanesischen Kultur oft so einen Schutz haben für die Erinnerung, also dass wir in der Nostalgie oft so Elemente haben, die wir nicht anfassen und oft sehr unkritisch einfach weitergeben, und in ihrem Buch hat sie diese einzelnen Elemente, also am Meer sein, auf dem Land sein, die verschiedenen Generationen, Kinder, Töchter, Söhne, Mütter, Väter, alles auseinandergenommen und hat praktisch den Schmerz, der darunter liegt, so aufgedröselt und das Trauma entdeckt und sehr, sehr, sehr gekonnt eigentlich aufgearbeitet, was das Leid ist, und sehr mutig, wie ich finde. Und ich will sie einfach fragen, wie sie das so sieht und überhaupt, wie in ihrem Buch die Erinnerung
welchen Stellenwert sie hat und wie die Frauen eigentlich insbesondere erinnert werden. Und jetzt an Elvira, die das Buch übersetzt hat, das wollte ich eben nochmal auch auf Deutsch gesagt haben. Also es hat so eine Perfektionistin wie Elvira gebraucht, um jedes einzelne Wort nicht nur präzise zu übersetzen, sondern auch dieses gewaltige Gefühl, was dahinter steckt, und zu übertragen und wirklich dieses Buch auch im Deutschen so praktisch zu erarbeiten, dass es praktisch nicht an Qualität verliert und definitiv sich, ja, dass man das wirklich fühlt und aber auch irgendwie die erzählerische Kraft beibehält. Also ich gratuliere dir dazu, Elvira, und vielleicht erzählst du uns ein bisschen was dazu, wie das für dich war und womit du so zu kämpfen hattest und was dir vielleicht auch Freude gemacht hat. Wie war es, dieses Buch zu übersetzen? Also für mich hat sich das erstaunlich schnell, das geht mir eigentlich immer so, wenn ich mit dem Autor oder der Autorin auf einer Wellenlänge bin, erstaunlich schnell verselbstständigt, dass ich nicht mehr nachdenken musste. Also dass ich das, wenn ich im Flow bin sozusagen, im Flug, dass das auf... sauge und dann reproduziere, natürlich, wie du sagst, hoffentlich wortgetreu, aber auch so, dass ich es selber fühlen kann. Das ist für mich ein absolutes Muss. Also ich kann nichts übersetzen, was ich nicht nachvollziehen kann. Kann ich schon, aber dann ist es technisch. Ja, dann ist es dann sind es Lehrbuchsätze, dann sind es keine, es ist keine Literatur. Und hier war es vielleicht von allen Büchern, die ich bisher übersetzt habe, am meisten so, dass ich ohne zu wissen, das habe ich erst während ich mittendrin war erfahren, dass Tanja ja eben eigentlich, ich habe sie als aus Banja Luka kommend kennengelernt, aber in Wirklichkeit stammen unsere Väter quasi aus zwei Nachbardörfern im Hinterland von Zadar. Ich habe nur gesehen Geburtsort Zadar und dachte, okay, zu jugoslawischen Zeiten ist jeder irgendwo geboren. Aber dass sie tatsächlich wirklich aus einer sehr ähnlichen, das muss man dazu sagen, das ist eine karstige Gegend, die ganz anders ist als die Stadt Zadar zum Beispiel oder als auch eine, es ist eher zu vergleichen mit einer ähnlich karstigen Gegend in Montenegro oder so, aber jedenfalls nicht so touristisch erschlossen. Und als ich das dann wusste, wo Tanjas Vorfahren herstammen, da haben sich mir nochmal die Teile des Buches, wo es um Vorfahren, um Ahnen, um diese ererbten Muster von eben nicht nur Mütterlichkeit, weil bei mir ist es ja der Vater, meine Mutter ist Deutsche, aber diese Vorlage, auf der das alles basiert, hat sich mir nochmal auf eine ganz andere Weise erschlossen. Und ab dem Moment hatte ich dann tatsächlich fast das Gefühl, dass ich... nicht, dass ich das selber schreibe, ist ja klar, ich habe es ja übersetzt, aber dass das so aus einer ehrlichen Grundlage aus mir raus quillt, während ich es schreibe. Sad ja debito, Tanja, kratko samo sažeti. Pitala me Maja kako je bilo to prevesti. Ja sam rekla da sam prvo, kad sam te prvi put čula i videla, mislila da si iz Banja Luke, onda sam videla rođena u Zadru, pa kao za vreme Jugoslavije se svako rodi u nekom većem gradu i tek kasnije smo se čule, pa sam shvatila da ti je otac bukvalno iz susednog sela, jel? Da je to ista matrica. Znači, da, to sam ja htjela isto govoriti. Isti obrazac, da je to isti obrazac familijarni iz kojeg vodimo poreklo. Kod mene je to samo očeva strana, majka mi je Nemica, to je sasvim nešto drugo opet, ali od tog momenta kad sam shvatila da to u stvari spontano izvire iz mene, ne kao da ja pišem, Bože sačuvaj, nikad ne bih mogla sročiti nešto tako, ali da mi ide od ruke, da izvire iz mene i da zvuči kao prirodan tekst, a ne kao nešto što sam fotokopirala ili prepisala, to je poruka. Mislim, ja ću se nadovezati malo baš na Elviru. Ja sam nekako, kad sam počela pričati s njom, osjetila da je ona najidealnija i prava osoba da prevodi ovu knjigu, baš zbog ovog što je i sama već ispričala, da smo mi zapravo iz istog podneblja i da to podneblje podrazumijeva, a to se tiče ovog odgovora, mog, podrazumijeva jedan određeni vid i života i običaja i
kulture i odnosa muškarca i žene i odnosa prema djeci i patrijarhata koji je možda još krući nego u drugim dijelovima Jugoslavije, možda baš taj dio Dalmacija, Hercegovina, Crna Gora je najizraženiji. I sve to ostavlja na ženu jednu vrstu pritiska i jakog, puno očekivanja i traženja od žene, a malo prostora da se žena nekako iskaže i da uopšte bude kao biće. Ona, žena je u ovim podnebljima najviše u funkcijama. Žena, majka, baka poslije, ali nekako ostaja se malo prostora za biće žene. Sad sam Elvirova, izvinjavam se da ti vadi. Namučila sam te, predugo sam pričala. A ovo ja mogu i ekstemporirati kao što sam malo pre rekla, jel hvatam te u letu, tako reći. Ich kann das jetzt auch frei übersetzen, obwohl es ein bisschen lang war, ich habe nicht mitgeschrieben. Das ist tatsächlich so, dass mir, also Tanja, ich spreche jetzt wieder als Tanja, dass mir vom ersten Moment klar war, dass Elvira die ideale Person ist, um das zu übersetzen, eben weil sie diese Gegenden kennt und weil sie weiß, da geht es nicht nur, das sind vielleicht die patriarchalischsten und rückständigsten Gebiete im ehemaligen Jugoslawien. Das ist ganz anders als Städte oder Küstenland. Und dass ich eben, dass die Rolle der Frau und dass die, wie die Frau sich, wie der Frau es versagt oder verwehrt ist, sich zu entfalten in diesen Gegenden, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist, auf Deutsch sozusagen. I kad sam počela pisati tu knjigu, ja sam u jednom trenutku imala tak jak emotivni naboj i osjećaj kao da taj sav potiskivani bol i učutkivane riječi, da su nekako počele da govore kroz mene i ni sama nisam naravno očekivala da toliki potencijal svih tih neispričanih priča svojih pretkinja, ne samo svojih pretkinja, nego inače žena koje sam odrasla i koje sam gledala u tom svijetu oko sebe, koji je podrazumijevao s jedne strane tu idiličnu sliku tog mora, kamenja, sunca, topline, i s druge strane hladnoće prema ženi i striktnih pravila u kojima su bile nekako uklopljene te žene, koje su nekako mene fascinirale s jedne strane s nekom nevjerojatnom snagom, a s druge strane i snagom da se nekako sve to izdrži i istraje i nekako da se da i potomstvu jedna vrsta snage da se nekako u tim često oskudnim i teškim životnim uslovima istraje. S druge strane, Und als ich begonnen habe, dieses Buch zu schreiben, da war mir erstmal klar, was für ein hohes Potenzial in diesem ganzen unterdrückten Schmerz auch liegt und in diesen unerzählten Geschichten, nicht nur meiner Mutter, sondern der ganzen weiblichen Vorfahren und der ganzen Frauen aus dieser Gegend. Denn es ist ja eben zwar eine idyllische Gegend mit Meer und Bergen und so, aber es ist auch ein sehr hartes Leben, ein sehr entbehrungsreiches Leben und die Kälte den Frauen gegenüber, die strikten Regeln und all das hat mich dann irgendwie so fasziniert, dass ich, und auch wie sie das ausgehalten haben, das hat mich dann wirklich so fasziniert, dass ich das auch schriftlich festhalten wollte. Stalno sam imala osjećaj da te žene potiskuju zapravo u sebi ženu i da to rađa pogotovo kod savremenih generacija žena jednu vrstu depresivnosti, naravno i nepristajanja na takve izbore. I negdje je to vjerovatno i u mene ta vrsta nezadovoljstva skliznula i ljutnje zašto žene to više nemaju sopstvenog života. I negdje sam kroz roman i to preispitivala i to je ono što si ti, Majo, primijetila i definisala kao i taj bolne tačke i potrebu neke da se raskrinka i dekonstruiše taj svijet lažne čvrstine i lažnih patrijarhalnih obrazaca koji nekako podrazumijevaju kao mušku snagu i žensku slabost, zapravo taj svijet čini mi se počiva baš na obratnim temeljima ženskoj snazi, muškoj slabosti, ali sa velikom cijenom po te žene. Und dieses entbehrungsreiche Leben der Frauen, das mündet natürlich auch oft in Depressionen. Und jetzt komme ich auf deine eingangs gestellte Frage zurück, Maya, diese Muster eben aufzubrechen, diese Depression, diese patriarchalischen Muster und diese Spuren, die sie hinterlässt, zu hinterfragen. Und ich bin
unter anderem auch und durch das Schreiben auch die Depression, die daraus entsteht und sich auch bei mir entwickelt hat, zu verarbeiten. Und ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich starke Frauen und schwache Männer sind, aber natürlich auf Kosten der Frau. I roman prati zapravo te tri generacije žena, uslovno rečeno baka i neke srednje generacije i najmlađi danas mladi djevojaka i pokušava kroz ta tri lica odgovoriti na te, na te izazove i na tu viziju s jedne strane te starije generacije koje žive u tom jakom patrijarhatu, srednja generacija kad se to na neki način počinje raspadati, koja nekako čini mi se najviše proživljavaju tu vrstu lomova i današnja savremena generacija koja negdje već pronalazi načine da na nov način osmisli život. Und der Roman begleitet oder stellt eben auch drei Generationen eigentlich dar, einer quasi Großmutter, Mutter und Tochter und eben übertragen auch die drei Generationen aus der Zeit, erstmal die Vorfahren, die Alten, die das mehr oder weniger gelebt haben und hingenommen haben, dann die mittlere Generation, die vielleicht am meisten gelitten hat, weil zu der Zeit zerfällt das und die auf die hinterlässt das die meisten Spuren, und dann die neue Generation, die vielleicht noch am ehesten damit klarkommt, weil das für die noch jetzt mehr oder weniger Vergangenheit ist. Eto, valjda smo bar malo, Maja može da još pita ako sam nešto propustila. Ne, pa to je u stvari bilo već tako precizno i odgovorilo je na puno mojih nekih pitanja. Imam još par, ali možda pošto smo već odradili pola sata da čujemo odlomak iz knjige, prvo Tanja na našem jeziku, pa onda Elvira, i ja ću sad to još jedan put reći na njemačkom. Also wir werden jetzt, weil wir schon sozusagen mit der Hälfte unserer offiziellen Zeit rum sind und schon einiges gehört haben und einiges sozusagen herausgearbeitet haben, werden wir jetzt einen Teil aus dem Buch hören. Erstmal ganz kurz auf Bosnisch, auf Serbisch von Tanja und dann von Elvira auf Deutsch, weil wir praktisch eine Promotion haben der Übersetzung. Ja, deswegen hören wir einen längeren Teil auf Deutsch. Ja, viel Vergnügen. Ja bih 15 ovo ženama, pošto smo sad pričale o tome, znači ovaj deo gde... Koja je to strana? Da, ja sam za, pošto je to nekako najviše paše uz ovo što smo već rekli. 15. poglavlje, ja? Da, ali onaj deo dole sa ženama, ono što sam ti danas... Žene. Aha. Žene, da. Dobro, našli smo. Samo kratko ti. Ja ću kratko, Elvira. Čitaj, a ja ću celo poglavlje, da. Dobro. Žene. Toliko žena u glavi, ne znam kad su počele pristizati. Možda kad sam rodila tebe. Prije svijet je bio muško djelo, sa ženama raspoređenim u sjeni, zatamljenim, odsutnim ili pretjerano radišnim i brižnim. Frauen. So viele Frauen im Kopf. Ich weiß nicht, seit wann sie hier aufkreuzen. Vielleicht seit deiner Geburt. Vorher war die Welt Männerwerk. Mit Frauen, die sich im Schatten verteilten. Verhüllt und abwesend oder übertrieben fleißig und fürsorglich. Als wären sie Karikaturen ihrer selbst. Von der Familie meist nur anhand einiger bestimmter reduzierter Eigenschaften zur Kenntnis genommen. Mit dir kamen die Fragen. Nach Mutter, nach dir, nach mir, nach jedem Weiblichen, was unbenannt und unbemerkt dahinfloss und meist noch nicht bereit war, Stellung gegenüber dem Leben zu beziehen, verschreckt durch sich und andere. Die Mutter in ihren Gärten, die den paradiesischen ähneln, aber voller irdischer Angst sind. Rosen, die blühen und meine Unsicherheit gegenüber all diesen Gerüchen und Farben, die im Gegensatz zu ihrem bleichen Gesicht stehen. Ihre Hände, die machtlos ineinander liegen, mit denen sie mich nicht umarmt, etwas Besorgtes schläft da in diesen Händen. Ein Krampf. Was bewegt sich da in ihr? Warum weiß ich nichts über die Schatten im Gesicht dieser Frau, während sie durch die Flure geht, in denen ihr Lachen nicht widerhallt? Sie ist leise. Sie fügt sich in den Raum ein, bis auf die Augen. Sie sind ein klein wenig trauriger, als sie sein sollten. Und sie verfolgen mich hartnäckig in meinen Träumen, während ich die Erinnerung an sie herbeirufe. Frauen gibt es in unserer Familie gerade einmal seit der Generation vor der meiner Großmutter, also deiner Urgroßmutter.
Weiter zurück gibt es nichts. Kriege, Hunger, Kriege, Dunkelheit, Kriege, Armut. Keine schriftlichen Zeugnisse, keine Geburtsurkunden, keine Papiere, die Zeugnis von ihnen geben würden. Verbrannt, vernichtet, verloren. Es gibt keine Geschichten über sie. Kein Stein ist mehr auf dem anderen. Die alten Häuser sind nicht mehr da, die neuen auch nicht. Die Zeit erobert alles, mit dem Schwert oder mit Gestrüpp, das durch die Fenster der eingefallenen Häuser wuchert. Hier gibt es keine Geschichte, obwohl alle davon reden. Es gibt Schmerz, Leid und Verderben. Und die Liebe, die schmerzerfüllt über allem hängt und von den Frauen wie eine kleine Wunde weitergereicht wird. Genau wie die Träume, in denen sie die Erinnerung an all die Schönheit und all den Schrecken der Welt mit sich herumtragen. Alle historischen Lügen sind in Büchern niedergeschrieben. Unsere Vorfahrinnen liegen namenlos auf den Wiesen verstreut. Wen kümmert das schon? Wir sind schließlich Frauen. Wir können ja im Handumdrehen eine bessere Welt gebären. Wir sind Frauen ohne Vorfahrinnen. Sogar Hunde haben einen längeren Stammbaum als wir. Du solltest dich deswegen nicht schämen. Wir entbinden sogar noch ganz allein, im Stehen, zwischen zwei abgebrannten Häusern und zwei verlorenen heimischen Feuerstätten. Selbst Tiere würden kein Quartier beziehen an den Stellen, wo diese winzigen Frauen ihre Lager aufschlugen. Unsere Vorfahrinnen, deren Namen niemand kennt, noch nicht einmal wir, ihre Nachfahrinnen. Niemand schert sich um diese Frauen. Wichtig waren die Söhne und die Armeen, in denen sie gedient haben. Gefallen sind sie sowieso, in jeder davon. Und sie hinterließen in Schwarz gewandete Frauen in den trostlosesten Dörfern der Welt, die mit Bitterkeit auf ihre Töchter schauten und diese nun doppelt hassten, weil nur sie ihnen noch geblieben waren und weil sie dasselbe Schicksal erleiden würden. Deshalb erinnern wir uns nicht an unsere Vorfahrinnen. Deshalb erwähnen wir sie nicht. Was ich dir hier schreibe, meldet sich nur manchmal gespenstisch im Traum. Wir haben mit einer großen Schere die Nabelschnur durchtrennt und allein entbunden. Merkt dir das. Die Schnur wäre zu lang, wenn wir sie aus der Vergangenheit hinter uns herziehen würden. Und sie würde unsere zerbrechlichen langen Hälse zu sehr würgen, die wir sonnenhungrig der Sommersonne aussetzen. Auch jetzt sehen sie noch genauso aus, dort im Dorf. In Schwarz gehüllt fallen sie auf die Felder und Gräber wie die Krähen. Die Trauer währt hier jahrhundertelang. Lediglich der eine oder andere Tag der Freude erhellt die Felder und Gesichter, wenn plötzlich Enkel durchs Dorf rennen oder jemand heiratet, um dann mit Tränen erfüllten Augen irgendwo in die weite Welt zu ziehen. Ich habe viele solcher Fotos gesehen, mit unwirklichen Kindern, unwirklichen Menschen und einer unwirklichen Welt, die sie noch nie gesehen haben. Aber sie leben auf den Tag hin, an dem der Postbote alle 5 Jahre einen Brief aus dem Paradiesgarten bringt, in dem ihre ganze Liebe lebt. In ihrem gemütlichen Heim enden diese Fotos dann in kitschigen Bilderrahmen, gefangen in alten Vitrinen. Staub und Fliegendreck sammeln sich darauf, in diesen Häusern am Ende der Welt. Hier altert niemand. Eingesperrt hinter Glas, in einer stehen gebliebenen Ewigkeit, verbleicht lediglich das Lächeln auf den Gesichtern. Dankeschön, liebe Elvira. Maria. Danke, Tanja. Hvala, Tanja. Ich habe jetzt beim Zuhören ein bisschen überlegt zum Thema Frauen und Ohnmacht. Also wir haben die Frauen in einer Situation, wo sie über Jahrhunderte praktisch übersehen worden sind, wo sie nicht dokumentiert worden sind, wo es keine Unterlagen von ihnen gibt, sondern sie einfach verschwinden und es nur eine Generation gibt von Frauen, die praktisch unsere Großmütter sind und alles, was davor war, praktisch verschwindet. Und meine Frage ist, weil das in dem Roman eine große Rolle spielt, weil es da ein Spiel gibt mit den verschiedenen Perspektiven von dem Roman, der geschrieben wird von einer Erzählerin, die wiederum einen Roman schreibt über eine Frau, die wiederum erzählt oder auf jeden Fall vielleicht auch so eine Innenperspektive hat. Also es gibt verschiedene Perspektivenwechsel. Und meine Frage ist, aus dem Inhaltlichen heraus, wo die Liebe oft nur so in der Literatur vorkommt oder in der Erinnerung und jede Form von Glück oder irgendwie positiven Gefühlen gefangen sind oder so konserviert sind,
in der Literatur oder eben im Erinnern. Inwiefern spielt dann eine Literatur eine wichtige Rolle für die Befreiung der Frau? Also ich habe auch das Gefühl, dass jetzt immer mehr Stimmen vom Balkan kommen, von Frauen, die nicht mehr als Autorinnen vom Balkan als Frau wahrgenommen werden wollen, sondern als sozusagen Schriftstellerinnen, die eben gekonnte Bücher schreiben, die gute Literatur schreiben und eben auch ihren Platz suchen in der europäischen Literatur. Inwiefern spielt das für dich, Tanja, eine Rolle? Tanja, dakle, dok sam slušala ovu priču o ženama koje su nekako nestale u istoriji, koje nemaju dokumentaciju, ne priča se o njima u knjigama, jednostavno je samo generacija naših baka, nena je aktuelna, imamo neko sjećanje, svi prije su negdje nestali. Pitanje je sad, ukoliko književnost tu ima važnu ulogu, da nas donekle možda oslobodi, da nam da glas, pošto baš sam u zadnjih par mjeseci pričala puno sa autoricama sa Balkana, koje više ne žele da budu svačene kao neko sa Balkana ili kao žena, nego jednostavno kao autorica koja ima pravo da bude dio evropske književnosti. I u knjizi, u tvojoj knjizi imamo te različite perspektive gdje imamo ženu koja pripovijeda, koja piše knjigu o ženi koja ima nekog čiji su roditelji koliko ja znam profesori književnosti. Dakle, imamo više nekih aspekta u različitim nekim dijelovima knjige. Ukoliko je to za tebe važno, mislim, ukoliko je za knjigu važno to da se žene možda mogu osloboditi donekle te neke borbe između žene, majke, kćerke u književnosti. Pa ono što je meni bilo važno kroz tu knjigu, a važno mi je inače, i važno, to je ono što mi je važno u književnosti, što mislim, zašto mislim da je književnost, hajde ono, biti slobodno da kažem, superiorna u odnosu na istoriju ili na politiku ili na bilo šta što ima tendenciju da tumači našu stvarnost, jeste upravo to što književnost može stvari da ispriča iznutra i da ispriča univerzalnost iskustva. A i bilo da govorimo o istoriji ili politici ili nekakvoj svakodnevici, sve uvijek obuhvati jedan segment iskustva. Čini mi se da književnost je u stanju da obuhvati tu širinu. I negdje to je ono što je mene privuklo kao književnost. Sad ću Elviri dopustiti pa ću se nadovezati za ono tvoje ovo sjajno zapažanje. Also was mir durchs Buch, aber auch generell und in der Literatur überhaupt, aber ganz generell auch wichtig ist, und da hat die Literatur einen großen Vorteil gegenüber der Geschichte, der Historie, dass sie eben auch die Geschichte von innen erzählt und dass sie eine universelle Erzählung bietet, weil die Teile von Politik oder irgendwas beruht ja immer auf einer Erfahrung, aber in der Literatur kann man eben da eindringen und viel mehr in die Breite gehen. I to je ono što sam htjela pokazati ovim romanom i drago mi je što si ti to primijetila. S jedne strane da postoji, kako bih rekla, ta specifičnost balkanskog iskustva u pozadini romana i čak i negdje naslanjanja na ovaj posljednji rat i one prije ratove. A sa druge strane postoji ta univerzalna priča i univerzalno iskustvo žene koje se provlači kroz cijelu knjigu. Und was ich in diesem Roman zeigen wollte, und da bin ich sehr froh und dir sehr dankbar, dass du das bemerkt hast, das ist sehr schön, dass eben einerseits dieses Balkanspezifische existiert, was auch durch den jetzt letzten Krieg, aber auch durch die Weltkriege davor und andererseits eben aber ein ganz universelles Frauenthema besteht. I te tačke univerzalnog ženskog iskustva se prostiru kroz, na više mjesta kroz knjigu i kroz više nivoa, kroz stvarne junakinje i stvarne žene, poput Hannah Arendt, i sa druge strane kroz književne junakinje, poput Ane Karenjine ili Madame Bovary ili drugih književnih junakinja. Mislim, ima cijela, da sad ne nabrajam sve, ali ima cijela jedna serija ženskih likova koji su nastali ili koji su iskarikirani iz lektira, iz drugih knjiga, a koji negdje svi obuhvataju istu nit univerzalnog ženskog iskustva. Und diese Punkte beziehen sich einerseits auf die
Charaktere, auf die weiblichen Charaktere im Roman selbst, aber eben auch auf historische Persönlichkeiten wie Hannah Arendt zum Beispiel, die ja im Buch auch, kann ich auch vielleicht dazu sagen, eine Rolle spielt, weil eben ihre, aus ihren Briefen zitiert wird. Oder literarische Figuren wie Anna Karenina, Madame Bovary und so weiter, die einerseits inspirativ und andererseits karikiert werden, aber diese universellen Frauenerfahrungen und das Bild der Frau in der Literatur und in der Weltgeschichte ganz generell. Na primjer, kod Hane Arendt, ono što mi se dopalo i što sam negdje cijela kroz ovu knjigu dotaknuti ili provući, upravo su bile njena pisma koja su mi poslužila kao, citati iz njenih pisama su mi poslužili kao osnov za jedan pa poetski dio romana, gdje ona tematizuje dvije teme meni bliske. Jedno je nužnost da se pobjegne iz svog zavičaja, koja je negdje mene ovako dotakla, jer sam i sama proživjela to iskustvo. I s druge strane, krhkost žene kada voli nekoga i način na koji to Hannah Arendt iskazala kroz svoja pisma i ta neka druga slika od one koju uobičajeno imamo Hannah Arendt kao filozofkinji, kao misliocu i kroz njena djela. Ovdje je negdje slika drugačije Hannah Arendt i negdje to je bilo ono što me privuklo i čim sam se bavila u tom jednom dijelu knjige. Baš zato zbog univerzalnosti i mogućnosti da se bilo ko od nas identifikuje s njom na toj emotivnoj ravni. Jer i mene je iznenadila silina i emotivnost tih njenih pisama. Und diese Briefe von Hannah Arendt, die ich gegen Ende des Romans eben auch zum Thema genommen habe, also Briefe an Martin Heidegger, aus denen ich zitiere und jeweils dann dazu einen längeren Bewusstseinsstrom entwickle, da waren zwei Themen vorherrschend, die mir nahegegangen sind. Das erste war das Verlassen der Heimat, also der Verlust der Heimat, womit ich mich auch sehr gut identifizieren kann. Und das zweite, die Zerbrechlichkeit der Frau, wenn sie liebt. Also durch das wir ein sehr anderes Bild bekommen von der Hannah Arendt, die wir sonst ja eher so als taffe Frau, Philosophin kennen. Aber damit befasse ich mich eben mit ihren Emotionen, habe ich mich intensiver befasst. Und dadurch bekommt man auch universelles, emotionales Bild, was ich dann aus diesen Hannah Arendt-Zitaten herausgearbeitet habe. I s druge strane, te književne junakinje također, ja sam se poslužila njihovim likoma da pokažem tu univerzalnost ženskog iskustva i koliko svaka od njih na neki način skupo plaća svaku svoju slobodu i svaku svoju malu pobjedu i svako svoje zadovoljstvo. Und auf der anderen Seite dieses universelle Bild der Frauen gestalten, die jede für sich ihre Erfahrungen und ihre emotionalen Erfahrungen teuer bezahlen. Auch. Gut, ich schaue immer ein bisschen auf die Zeit. Man hat mir gesagt, ich darf nicht viel länger überziehen als eine Stunde. Ich würde gern ewig hier sitzen und quatschen. Dakle, ja bi vječno pričala i nastavila, ali su mi rekli, pošto ipak treba to na kraju neko i da sasluša sve neki sat vremena. Imam još jedno pitanje i onda možemo još malo nešto pretkaj da čujemo prije nego što onda pređemo u ovaj neoficijalni dio i ostali budu dobili priliku da isto postavljaju pitanja. Dakle, malo sad preskače, pošto je pitanje ovo gubitak domovine ili doma i tako dalje. Slušala sam jednom razgovoru Lanu Bastašić, Marka Dinić i ovu našu prijateljicu Lidu Brema, kako su pričali o tome da mi svi živimo u lešu, dakle carcass, rekli na engleskom, u lešu stare zemlje i u Atlantidi na kraju krajeva onoga što je preostalo i živimo uvijek u tim sjećanjima, u nostalgiji tu. Ukoliko je to važno za tvoju knjigu i da li imamo šancu ikako da to nekako, da li je možda književnost šansa da se
Razradi sve to i da se nekad možda malo kutališimo tog tereta i krenemo naprijed. Moram još sad to na njemačkom da kažem. Also ganz kurz auf Deutsch. Wir haben ja hier über den Verlust der Heimat gesprochen und das ist für uns alle, die sozusagen aus Ex-Jugoslawien stammen, immer ein ganz großes Thema. Ich habe in einem anderen Gespräch zwischen Lana Bastasic, Marko Dinic und Alida Bremer so ein bisschen letztens in Zürich mitbekommen, wie sie darüber geredet haben, dass wir alle im Karkas sozusagen, im Leichnam unseres alten Staates leben und in der Atlantis sozusagen, in der untergehenden Welt und immer diese Last tragen, immer mit dieser Nostalgie zu kämpfen haben und inwiefern ist die Literatur, auch Tanjas Buch, vielleicht eine Möglichkeit, damit wirklich sich mal eingehend zu beschäftigen, das vielleicht auch loszuwerden. Pa nekako, taj zaključak je nekako normalan, zato što svi mi koji pričamo i večeras ovdje i svi pomenuti pisci negdje, čini mi se, generacijski baštinimo jedan komad jel, tog iskustva Jugoslavije i negdje smo rođeni u njoj i što je normalno, kulturološki se naslanjamo i kroz sav svoj život ćemo vjerovatno crpiti svoje iskustvo i prespitivati iz toga, što je nekako sasvim u redu. S druge strane, ne znam kako će to biti s novim generacijama koji nemaju to iskustvo života. Jugoslavije, vjerovatno će njihovo iskustvo biti drugačije i obilježeno naravno sa vremenom u kojem žive. Ne bih rekla, nisam nostalgična u vezi s tim, ja sam isto... pa hajde, bila još dijete kad se Jugoslavija raspala, nažalost. Ali nekako kulturološki, čak vidim nešto pozitivno u tome, mislim, kao ne možemo sasvim pobjeći od tog iskustva i ne znam zašto bi. A nisam nostalgična na onaj način da upadam u neku vrstu bolesne nostalgije pa da mi to negdje sputava život i da živim non stop u prošlosti. Ne na taj način, ali negdje... Ima jedna vrsta te kulturološke nostalgije koja je meni u redu i koja mislim da tu vrstu bogatstva, širine, nečeg što nam je davao taj kulturni prostor, naprosto bio je širi, bio je veći i mislim da će uvijek biti ta jedna vrsta nostalgije za tim kulturnim prostorom. Sad, bilo bi lijepo da književnost negdje, možda i utopijski je to što mi očekujemo, ali da književnost naravno neće biti, sigurno neće biti onako, nije sve moguće, ali da bude jedna nit, nešto kroz što možemo makar ispričati ta svoja iskustva, razmijeniti iskustva, dotaknuti jedni druge, nekako učiniti svijet, život, pa i sama bolna iskustva podnošljivijim. I mislim da je to negdje onako i najvažniji moment i nešto što nam književnost pruža. Znači mogućnost komunikacije i mogućnost da kroz nju razmijenimo ta iskustva pa i ona najbolnija. Sad ću, ja se izvinjam Elviri, ja sam opet malo predugo pričala. Ništa. Pokazat ću ti poslije koliko sam cedulja naškrabala. Cijeli roman je tekst. Sad nek Tanja to prevede. Ja, dieser Schluss, den du daraus ziehst, der ist ja auch normal. Wir sind eine Generation, wir haben ein Erbe, wir sind in Jugoslawien geboren und kulturell lehnt sich unser ganzes Leben daran an und wir zehren auch davon. Das sind wir, also die jetzige Generation. Ich weiß nicht, ob das bei der neueren Generation noch der Fall sein wird. Ich selbst war ja auch ein Kind, als Jugoslawien auseinandergefallen ist und ich bin nicht nostalgisch in diesem schmerzhaften, krankhaften Sinne. Ich sage, früher war alles besser. Wie gesagt, ich war noch ein Kind, aber andererseits sehe ich einfach das Positive darin, also das, wogegen wir uns nicht wehren können, das, vor dem wir nicht fliehen können. Wir stammen aus einem kulturellen Raum und der war früher breiter, der war weiter und es gab mehr Möglichkeiten. Und darin sehe ich eben auch die Herausforderung an die Literatur, dass sie sich in dieser breiteren Welt bewegt und dass die Kommunikation und der ganze Austausch, dass das positiv betrachtet werden muss, dass das Welten öffnet und nicht verschließt. Ja, bih samo primijetila, to u vezi s nostalgijom, ona je nekako opijajuća i pomalo opasna. Nostalgija je dobra kada je kao neka vrsta hrane kad nas postiče, a opasna je ako dopustimo da postane otrov koji nam ne dopušta da živimo.
Tako da bi ja s njom bila oprezna. Dobro je kad je hrana, loša ako postaje neka vrsta otrova koji nam ne da da živimo dalje. U tom smislu ja bi da i ova nostalgija bude nekako ta vrsta hrane koja će nas podsjećati da gledamo ka dalje. Also mit der Nostalgie möchte ich noch hinzufügen, das ist eben eine zweischneidige Sache. Die Nostalgie kann Nahrung sein, dann ist es gut. Also sie nährt uns, wir nähren uns aus ihr. Aber sie kann auch ein Gift sein, was uns vergiftet. Und ich würde gerne eben natürlich die positive, die erste Dimension hervorheben, dieser Nostalgie, aus der wir uns nähren und aus der wir nähren und aus der wir zehren können. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir so ein weises, poetisches sozusagen Ende hier fast gefunden. Ich würde jetzt gerne noch ein Stück aus dem Buch hören, und zwar das Thema Atlantis sozusagen, vielleicht dieses Kapitel. Dakle, čućemo pred kraj, ovo je već bilo su neke mude riječi pred kraj ovaj oficijalnog dijela. Sad možda još malo da čujemo iz knjige ovaj dio o Atlantidi, ovaj što smo se bili dogovorili. To je kao moja želja bila, kako se ono kod nas na feštama onako poželi neka pjesma, tako sam ja, duguje vam neki 20 maraka, je li tako? Neke običaje vrijedi zadržati. Ja. Tanja. To je 26. poglavlje, Tanja, početak. Ja ću samo kratko tripa. Kraj obale je sjedio starac i svaki dan prolaznicima iznova pričao o istoriju Atlantide. Turisti su se slikali sa njim, mještani su ga zaobilazili. Am Ufer saß ein alter Mann und erzählte den Passanten jeden Tag von neuem die Geschichte von Atlantis. Touristen machten Fotos mit ihm, die Einheimischen einen Bogen um ihn. Es gibt Menschen, die besessen sind von verschwundenen Welten. Welten, die im Dunkeln unseres jetzigen Lebens leuchten. Ein unwirklicher Glanz breitet sich in den Augen des Alten aus, der in seinem Wahnsinn ein übernatürliches Glück widerspiegelt. Es gab so eine Welt. Ich glaube ihm. Auch in mir gab es, wenn ich zurückblicke und alle meine versunkenen Kontinente ausgrabe, eine solche Welt und solches Wissen und solche Freude. Es gab sie in den Ahnungen und Erwartungen. Es gab eine Welt, die verschwunden ist, vergessen, die einfach nur wiederentdeckt und ausgegraben werden muss. Wir alle tragen, genau wie der verrückte Alte, Teile untergegangener Welten in uns. Doch wir schweigen darüber, da uns der Gedanke, für wahnsinnig gehalten zu werden, noch mehr ängstigt als der Wahnsinn an sich. Er ist sowieso schon längst da, in unseren Gewohnheiten, unseren Ängsten, während wir uns weigern, die verborgenen Orte zu finden, an denen wir untergegangen sind. Mutter strich mit der Hand über meinen Kopf wie über die Tisch- und Schrankflächen. Auf mir und auf allen Gegenständen hatte sich Staub gebildet, den es wegzuwischen galt. Meine Mutter war fürsorglich gegenüber den Pflanzen, meinem Bruder und mir. Wir wurden gegossen, gesonnt, gelüftet, gebadet und geputzt. Es fehlte uns an nichts. Wir strahlten wie kleine Sonnen unter den Kindern mit unseren blonden Köpfen. Die ordentlichen Kinder meiner Mutter, die sich nicht schmutzig machen durften. Kinder einer Mutter, die fürchterliche Angst vor dem Schlamm des Lebens hatte, der von überall her einzudringen drohte. In ihrem Zimmer gab es, wenn man sich umschaute, mindestens 4 Uhren, wenn man die Armband- und Taschenuhren, die sie in die Schubladen gestopft hatte, nicht mitzählte. Mutter war besessen von Uhren, obwohl sie es jahrelang gar nicht eilig hatte. Ich versuche, in das Geheimnis dieser Obsession vorzudringen. Sie wählte die lautesten, deren Zeiger man klar vorwärts rücken hörte. Uhren, deren Geläut Tote aufgeweckt hätte, obwohl sie auch im Alter noch ausgezeichnet hörte. Was war es, das sie so verzückte und erregte an diesem wundersamen, geräuschvollen Rhythmus der Zeit? Mir fiel dieser ungewöhnliche Nachmittag ein und wie aufgewühlt sie war. Ich konnte mir alles vorstellen, es zum Leben erwecken. Die ängstliche Frau, die sich beunruhigt neben mich ins Auto setzte und sagte, fahr, fahr einfach. Sie war anders, als wäre sie nicht meine Mutter, sondern von einer anderen Frau vereinnahmt, die nur zu einer Sache fest entschlossen war, irgendwohin zu fliehen.
Ja, also ich hoffe, wir konnten Sie überzeugen von diesem tollen Buch. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie es wirklich gerne lesen werden und immer wieder und immer wieder gerne lesen werden und wahrscheinlich auch das Bedürfnis haben werden, es irgendwo zu diskutieren und anderen Leuten zu zeigen und mit denen wieder zu diskutieren. Also ich habe heute nur mit meiner Zahnärztin, meiner Nachbarin, meinen Kindern, meinem Mann darüber geredet und auch heute Abend, und ich habe das Bedürfnis, noch viel weiter darüber zu reden, weil das ein sehr dichtes Buch ist. Ich will es dichte Dichtung nennen sozusagen, weil es sehr poetisch ist und sehr, sehr kraftvoll und etwas sehr Besonderes in unserer Zeit, die oft so emotionslos ist, aber die Emotion eigentlich jetzt gerade braucht. Sie kriegen das im ETA Verlag. Hier ist es nochmal. Sie werden auch sozusagen die Links dann dazu bekommen auf den jeweiligen Seiten. Bitte teilen Sie diesen Beitrag weiter, erzählen Sie Ihren Freunden, Familienmitgliedern, Kollegen davon und unterstützen Sie kleine Verlage, insbesondere unseren kleinen Verlag, den ETA Verlag hier in Berlin. Auf der Internetseite können Sie sich weiter informieren. Ich weiß nicht, Petja, würdest du gerne vielleicht auch noch was sagen, jetzt zum Schluss des offiziellen Teils? Genau, wir haben nämlich die Verlegerin auch da. Es ist ein Buch, was komplett praktisch von Frauen gemacht worden ist. Petja? Ja, genau, das ist richtig und das freut mich sehr. Ich wollte mich jetzt bei euch allen bedanken für das schöne Gespräch und für die Lesung. Ich wollte auch noch mal ein paar Sachen sagen, die mir jetzt auch noch aufgefallen sind im Laufe des Gesprächs. Es ist ein sehr besonderes Buch und ich bin überglücklich, dass das ausgerechnet bei uns erschienen ist. Es geht so in die Tiefe und ist eins der wenigen, die mich wirklich oft zum Weinen gebracht hat. Und dafür möchte ich ausdrücklich mich bei Tanja bedanken, dass sie diese schmerzvolle Themen, die nicht nur ihr geholfen haben, darüber wegzukommen, auch uns helfen, hoffe ich. Also mir hat es geholfen, sind sehr viele Emotionen hochgekommen und Gedanken sind formuliert worden, die irgendwie da waren, aber nicht klar, sodass ich darüber nachdenken konnte und so einiges in meiner Biografie, auch nicht aus Ex-Jugoslawien, aber dennoch aus dem Balkan, da teilen wir schon als Frauen sehr, sehr viel. Und es ist wirklich toll, dass Tanja das alles so schön in einer unglaublich schönen Sprache geschrieben hat und wir daran teilnehmen können und dass uns allen dieses Buch, glaube ich, sehr viel gibt. Samo kratko, Tanja, da ti prevedem. Znači, Petja se zahvalila nama svima i još jednom podvukla da smo stvarno sve žene koje smo kreirale i nemački prevod ove knjige. I zahvalila se tebi specijalno na intenzivnom jeziku i sad je još jednom primetila koliko je stvari, dok je čitala knjigu ličnih iskustava, znači ona nije iz bivše Jugoslavije, ali sa Balkana, to je isti kulturološki prostor, koliko je ličnih iskustava i koliko suza i kod nje je pokrenula ta lektira te knjige i koliko je, ti je zahvalna na tome što je to baš kod nas, kod nje izašla. Hvala i Peti što je imala hrabrosti da se upusti s nama u sve ovo i hvala i vama dvijema isto, meni je ovo mislim, lijepo je i prijatno je i drago mi je što nekako što kroz knjigu nekako čini mi se da to žensko uvijek razgovara jedno s drugim, bez obzira odakle su žene, mislim uvijek se desi taj možda to kako bih rekla, kao teško je s jedne strane što često dobijem tu rečenicu da žene plaču kad čitaju knjigu, ali s druge strane čini mi se da je to jest jedna vrsta potrebnog pražnjenja i da ipak nije nešto da ne ostavlja u toj vrsti osjećanja, nego da negdje otvori ta osjećanja i ona negdje izađu. I čini mi se da to nešto govori koliko mi žena zapravo potiskujemo to vrsto osjećajnosti u sebi i koliko nam je teško kad dođemo u kontakt s tim. Also danke nochmal auch an dich, Petja, dass du es gewagt hast, dass du den Mut hattest, dieses Buch zu verlegen und diese Traurigkeit, diese Tränen, das habe ich von vielen gehört, dass das Buch zum eben auch Tränen hervorruft, aber die öffnen oder die bieten ja auch eine Möglichkeit, eben sich zu entleeren auf diese Weise. Und das kann ja auch positiv gedeutet werden, beziehungsweise lässt Rückschlüsse darauf zu, wie sehr wir Frauen doch dazu neigen, das zu unterdrücken und dann erst beim Lesen eben das loswerden können.
Ja, also mir ist es vielleicht noch zum Schluss noch ein Bedürfnis, nochmal auszudrücken, wie sehr das ein Buch ist, was wirklich gut gemacht ist, auch einfach handwerklich sozusagen, literaturwissenschaftlich gesehen, sehr gut gemacht ist. Das Spiel mit den Perspektiven, mit den Erzählperspektiven, mit den Ineinanderschachtelungen sozusagen, inhaltlicher Natur, mit dem Spiel der Elementen, wie so Mosaik, was sich so langsam sozusagen zusammensteckt und wo man immer wieder hingehen will und sehen will, wie ist das gemacht worden. Also ich kann da sozusagen die Qualität bestätigen und ich würde mich freuen, wenn auch Männer das lesen würden, weil es A, sehr gut gemacht ist und B, auch wirklich einen richtig mitnimmt und auch vielleicht einem da auch was sagt. Dakle, htjela sam samo pretkaj da kažem da je knjiga jednostavno super odrađena, onako kao stručno nekako, da je i lijepo napisana, ali i ta igra perspektiva, igra elemenata kao neki mozaik koji se slaže, da ja jednostavno imam potrebu da se non stop vraćam i pogledam kako je to sve nekako složeno. Dakle, nije samo knjiga za žene, nego definitivno i za muškarce, ne samo zato što je super jedan poseban dio književnosti, nego i zato što je jaka i hrabra knjiga. Dakle, mi ćemo sad nastaviti sa razgovorom, molim vas, nemojte nas ostaviti, sad tek počinje ovaj dio koji je onako baš zabavan, samo da ja moram ipak da odjavim sve ljude koji su nas slušali, koji će nas slušati u budućnosti, to je uvijek nešto što je malo zanimljivo, da mi imamo tu priliku da nešto snimimo i onda ostavimo, onda to živi dalje, što duže to bolje. Nochmal auf Deutsch, also... Wir werden jetzt, bitte bleiben Sie bei uns, die Möglichkeit haben, ein bisschen der lockeren Runde sozusagen Fragen zu stellen und zu diskutieren, vielleicht mit einem Gläschen Wein, dass Sie sich jetzt noch holen können. Bleiben Sie uns also ruhig hier noch in der Runde treu. Und für alle anderen muss ich mich jetzt sozusagen aus dem offiziellen Teil abmelden. Diese Veranstaltung ist immer ein bisschen interessant, weil wir einen Live-Teil haben, der dann ein zukünftiges Leben entwickeln wird und hoffentlich noch weiter geteilt wird. Nutzen Sie die Möglichkeit, den Link auch zu teilen und besuchen Sie uns auch in der Zukunft. Wir werden weitere Buchpromotionen machen beim ETA Verlag und immer so in dieser schönen, entspannten Runde, wo wir sehr, sehr viel eigentlich, sehr intim eigentlich über so ein Buch aufarbeiten und die Möglichkeit haben, es vorzustellen. Kaufen Sie es, empfehlen Sie es weiter, schauen Sie auch die anderen Bücher im ETA Verlag an und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Genau, damit ist der offizielle Teil beendet. Wiedersehen für die Leute, die uns zugehört haben. Und für alle anderen, die da sind, jetzt können wir die Kameras einschalten, Mikros, wenn wir sozusagen...